Hallo und herzlich willkommen bei der Hon Klartext. Der Hon ist in einem Schloss, das kann man gar nicht anders sagen, und will über folgendes Thema mit euch sprechen, nämlich über die Idee, dass man Bon Voy Marriott, das System, featuring All von Accor. Also, dass man sagt, ich will euch mal die Unterschiede zeigen, wie ich die klaren Fakten sehe, zwischen zum Beispiel einem Hotel von Accor, Wumms, oder, machen wir mal gleich ein bisschen höher, oder eben einem Hotel von Bonvoy Marriott, also aus der Kette, Luxury etc. Gibt ja mehrere Möglichkeiten und ich habe das Spiel mit der heutigen Geschichte begonnen. Das heißt also, ich zeige jetzt in mehreren Folgen, das ist Teil 1 einer kompletten Reihe, nämlich was ist besser? Bonvoy Marriott und All Accor, also ein Versus sozusagen, und zwar in der Pandemiezeit, nicht was vorher war, nicht im Endeffekt, wie man bisher dort vertreten war, das wissen wir ja. Aber wie gehen die mit uns in der Pandemiezeit um, nämlich in der Corona-Zeit? Und das will ich euch jetzt zeigen, hier bei der Hon Klartext. Der Hon ist im Hotel Imperial, das ist ein Luxury Collection Hotel von Bonvoy. Und ist also in dieses Hotel eingecheckt, was ja ein Five-Star-Superior-Hotel ist, und hat hier eine Nacht verbracht und wurde geflasht. So, es gehört, wenn ihr diese Hotelkritik von diesem Hotel sehen wollt, es gehört für mich zu den mittlerweile 2 besten Hotels der Welt. Das eine ist ja das Sofitel in Singapur City Center und jetzt neu dazugekommen ist das Hotel Imperial in Vienna. Und zwar das Luxury Collection. Also diese beiden Hotels momentan weltweit für mich nach Hon Standard absolutes Top-Hotel. Und von der Seite habe ich auch gesagt, hier fange ich meine Versus-Geschichte an, wo ich also die einen gegen die anderen vergleichen möchte und wo man einfach wirklich sagen will, wer achtet denn überhaupt noch in der Pandemiezeit auf uns? Also ich meine, wer hat denn überhaupt noch Interesse an uns? An uns Kunden, und wenn wir dann auch noch kommen, wenn wir also bereit sind loszufahren, bekommen wir denn überhaupt noch Service? Oder sagen die dann so dem Motto, der soll seine Kohle abdrücken und wieder gehen, ja? Also das heißt, ich zahle im Endeffekt 100%, kriege aber nur 60% im Endeffekt an Leistung, ja? Das ist ja das Spiel, was ja die Airlines treiben. Da sollst du 100% bezahlen, kriegst zwar eine Umbuchungsgeschichte, aber kriegst dein Geld erstmal nicht gleich zurück, sondern das kann man dann irgendwie umbuchen und innerhalb eines Jahres, und das Geld haben die erstmal. So, ich meine, es sind natürlich alles keine Zustände. Und hier habe ich gesagt, ich fange jetzt also heute an mit dieser Story, weil es einfach auch Zeit ist, so etwas zu bringen, weil ich weiß von euch und von vielen anderen, dass eben sehr viele Influencer da sind und die natürlich 1:1 abdrucken. Und genau das macht der Hon ja nicht. Der Hon, der guckt sich das an und sagt, was ist da dran, und dann geht er los und testet das, und wenn das absolut top ist, dann gibt es darüber sozusagen eine Geschichte, genauso, wenn es absolut schlecht ist. Also von beiden Seiten, und ansonsten speziell eben bei Klartext, das ist ja eigentlich so ein Kanal, der voll in die Vollen geht, und deswegen sagen, okay, das passt regelrecht hierher, weil man natürlich auch hier ganz klar Tachles sprechen kann. Ja, bei Hon Circle Private Chat ist ja im Endeffekt die Hotelkritik oder ist die Review, das könnt ihr euch dann zu den Hotels ansehen. Aber dieses Spiel, was die mit uns treiben bei den Airlines und den Hotels, das muss auseinandergepflückt werden und das muss mal gezeigt werden. Denn Fakt ist, die Marketingabteilungen sozusagen sind im Moment extrem aktiv. Ja, das habt ihr sicherlich alle schon gemerkt. Ihr kriegt E-Mails, ihr kriegt Versprechungen, Angebote etc. Und man sagt natürlich im Moment hauptsächlich, alles ist sauber, alles ist safe, alles ist toll. Ja, bei All heißt es All safe. Ja, bei Marriott Bonvoy, wir haben also das Sicherheit, also die Sauberkeit neu entdeckt. Ja, da frage ich mich, warum nicht vorher? Warum haben Sie das nicht schon vorher gemacht? Hätten Sie all diese Sauberkeit, die Sie neu entdeckt haben wollen, vorher gemacht, dann hätten wir was? Weniger Probleme. Ist doch ein ganz logischer Fall. Wenn ich schön ordentlich sauber mache, ich muss ja nicht pimmelig sein, ja? Sondern ich kann ja im Endeffekt, Hauptsache, dass man mal ordentlich sauber macht. Also, dass man weiß, das ist sauber. Und nicht, dass der Hund überall hingeht und muss, ich weiß nicht, nur allein schon der Staub macht einen ja schon wahnsinnig. Also, roundabout geht es also im Endeffekt darum, dass wir also heute, wir haben Accor. Und da kommen diese Versprechungen also regelrecht geballt auf mich zu, weil der Hon ist ja Platinum-Member bei Accor, und das schon mehrere Jahre.
Und dann kommt natürlich die geballte Geschichte jetzt von Bonvoy Marriott, weil der Hon ist auch Platinum-Member bei Bonvoy Marriott. Und diese beiden Geschichten, wenn ich die miteinander vergleiche und so auf eine Geschichte lege, da geht also Bonvoy schon extrem nach oben. Extrem nach oben. Aber natürlich auch Accor lässt sich hier nicht lumpen. Ich habe zum Beispiel gebucht ein Sofitel in Wien und habe sozusagen eine Nacht bezahlt und eine Nacht gratis gehabt. Ja, das heißt, die haben also 50-50 gemacht. Das waren auch Angebote in der Zeit jetzt. Nur die Frage ist, bekomme ich dann auch für diese Hälfte auch noch mein volles Ding oder ist die Hälfte von der Hälfte von null Service? Das wird sich ja alles zeigen und das muss man ja sehen und diese Kritiken davon könnt ihr bei mir, bei der Hon Private Chat, Hon Circle, könnt ihr das absolut sehen. Der Hon Sofitel in Vienna oder der Hon Sofitel in Imperial Hotel. Sonst seht ihr diese Dinge oder Ritz-Carlton, wie auch immer. Hier geht es jetzt mal um die Details. Das heißt also, marketingtechnisch haben die alle zugelegt. Das heißt, die haben sich alle solche Geschichten einfallen lassen, wie man eben bei diesem Hotel, was exzellent war, das eben mit Desinfektionsmittel und so weiter macht. Also dem Gast zu zeigen, dass es also sicher ist. Dazu gibt es dann solche kleinen Beutelchen, wo man alles desinfizieren kann. Und da steht dann drauf, ich muss mal ganz kurz zeigen, Desinfected. Das heißt also, das kam mit dem Koffer nach oben, war am Koffer dran und sollte mir zeigen, es ist desinfiziert. Nochmal, ob die das gemacht haben oder nicht, ist immer relativ. Der Hon ist aber so, dass er sagt, ich riech mal dran. Und ich habe dran gerochen, es roch nach Desinfektionsmittel. Heißt, die haben also meinen Koffer mit Desinfektionsmittel abgesprüht. Hätte man natürlich vorher fragen müssen, aber sie haben es gemacht. Also das heißt, hier in diesem Hotel ist sozusagen der Beleg relativ da, dass man sagt, die halten sich sozusagen an ihre Versprechen. Das heißt, da ist es nicht nur ein Werbeversprechen, sondern sie gehen eben hin und sagen, okay, wir wollen im Endeffekt das nicht nur als Marketing benutzen, sondern wir wollen es als reales Marketing benutzen. Das heißt, wir bieten den Gästen richtig schöne, saubere Zimmer. Und das war hier der Fall. War einfach so, dass ich persönlich, also überall vermittelt bekommen habe, man ist interessiert an meiner Sicherheit und man ist interessiert auch an meinem Top-Service. Und Service, das ist relativ. Denn ich war im Ritz-Carlton, ich war bei Marriott, ich war, also wirklich, hier Le Meridian, Sofitel, also und. Und ich meine, die Problematik, die größte Problematik ist, dass man eben doch überall hauptsächlich merkt, es wird viel gesprochen, aber es wird wenig gehalten. Was also bei Marriott Bonvoy, kommen wir mal zu dieser Kette als Platinum-Member. Nochmal, ganz klar. Late Checkout bis 16 Uhr, garantiert. Meistens, wenn verfügbar, natürlich ein Upgrade in eine Suite, ohne groß darüber zu sprechen. Das muss man bei All Accor alles abfragen. Auf Anfrage, oder muss ich da hinschreiben und kann ich früher ins Hotel und kann ich länger bleiben und haben Sie das und da? Also das ist schon nervig. Also da muss ich sagen, da hat mich Bonvoy überzeugt. Für diese Art der Garantien, ich meine, gigantisch. Wirklich, also fantastisch, garantiert bis 16 Uhr hier in diesem Hotel, bekam ich sogar bis 18 Uhr. Also das flasht mich. Vor allen Dingen auch gleich, ich komme in die Zimmer, das sind also keine Zimmer, ich kriege immer eine Suite. Also ich würde mal sagen, 95% habe ich eine Suite, das ist in der Pandemiezeit. Wir reden von der Pandemiezeit. Nochmal, ich muss das nochmal betonen, wir sind jetzt nicht in der Zeit, wo die Hotels voll sind. Da würde das wahrscheinlich nicht immer klappen. Aber wir sind jetzt in der Pandemiezeit. Heißt, eine Zeit, wo die mich eigentlich als Kunde zurückgewinnen wollen. Wo die mir sagen wollen, bleiben Sie uns treu. Darum kriegen Sie von uns ein Platinum und den verlängern wir auch hier. Die haben bei beiden, ja, All und Dings, den Platinum-Status verlängert um ein Jahr, ohne darüber nachzusprechen. Ich will nur mal das Beispiel Lufthansa dazu bringen. Bei der Lufthansa, der Hon Circle Status, der ist nur verlängerbar, wenn ich jetzt noch ein Jahr fliege. Aber wenn ich jetzt in diesem Jahr nicht fliege, was ist denn dann? Hier bei den Hotels musste ich nicht im Hotel übernachten, um noch den Status zu verlängern. Ich kriege ihn nur dann verlängert 22 weiter, wenn ich natürlich weiterhin buche. Aber bis 22 haben sie mir ein Jahr geschenkt, ohne dass ich gebucht habe. Das ist Service. Das überzeugt mich. Und zwar bei beiden. Haben beide Programme mich völlig überzeugt. Ich weiß nicht, wie es bei Hilton etc. ist, aber hier diese beiden Programme und ich meine, das ist eine extrem, im Moment extrem gute Kombination. Platinum bei Accor und Platinum bei Bonvoy ist, glaube ich, im Moment vom Gefühl her eine recht geile Entwicklung. Ich genieße es zurzeit, weil ich sage, okay, ich teste im Moment in der Pandemiezeit sehr viele Hotels und will natürlich wissen, sind wir denen überhaupt noch etwas wert? Ja, weil wir wissen, bei den Airlines sind wir null wert. Hier ist es so, dass ich jetzt speziell bei Bonvoy das Gefühl vermittelt bekomme, lieber Gast, wir wollen Sie. Bleiben Sie bei uns, wir bieten Ihnen das und das, 25% auf den Preis. Das habe ich geguckt, das stimmt wirklich. Dann gab es Angebote bei Bonvoy, zum Beispiel, dass man sagt, ein
automatisches Upgrade für jedermann, nicht nur für Platinum-Member. Für jedermann, auch die 25%, für jedermann. Wenn Sie das bei uns buchen, kriegen Sie, wenn Sie die kleinste Rate buchen, das nächste Upgrade ins nächste Zimmer. Heißt also, wenn das Zimmer, sagen wir mal Beispiel, 200 Euro kostet, das normale Zimmer, und das Executive-Zimmer zum Beispiel 400 kostet, hat man automatisch 200 Euro geschenkt bekommen. Weil man ja ein Upgrade automatisch mit der Buchung für jedermann, unabhängig vom Status, nochmal deutlich, dann in dieses Zimmer kommt und bekommt noch 50 Euro Verzehrgutschein dazu. Das sind 250 Euro geschenkt. Das war, wie ich finde, eine Überzeugung, die ich ausprobieren wollte. Und es hat funktioniert. Es hat extrem funktioniert. Nun ist der Horn Platinum-Member. Das bedeutet also, ich bekomme nicht nur das Upgrade, was ich für jedermann buchbar ist, sondern ich bekomme noch ein Upgrade in eine Suite. Und wenn man jetzt mal Beispiel das Hotel Imperial hier nimmt. Ja, ich glaube, das Hotel Imperial, das war also ein Preis. Also auf dieser Liste, es gibt ja so Listen, gibt natürlich immer noch andere Preise im Internet. Aber auf dieser Liste 1519 habe ich so eine Erinnerung, was das kostete. Und ich habe ja gebucht hier für 401 Euro. Das heißt also, wenn ich jetzt rechne, ich komme hierher in der Pandemiezeit in dieses Hotel, was zu, ich glaube, 50% maximal ausgelastet war. Es sind sehr viele Leute auch trotzdem hier. Also sehr viel heißt in der Pandemiezeit sehr viel. Das ist ja für das Hotel ist das ja lächerlich. Ich meine, man sieht wirklich kaum Gäste irgendwo. Nur wenn man dann im Restaurant frühstückt oder so, dann sieht man schon mal den einen oder anderen Gast. Das könnten aber auch Tagesgäste sein. So heißt also, wenn ich jetzt also für 410 Euro buche oder 405 oder 410 und das Ding kostet 1519, dann habe ich was gespart? 1100 Euro. Das ist gigantisch. Das ist gigantisch. Und jetzt kommt es dazu. Jetzt gibt die Möglichkeit bei Bonvoy, dass man sagt, möchten Sie Frühstück oder möchten Sie 1000 Punkte? Auch nochmal geil. Also heißt, ich habe die Wahl, bin ich ein Frühstücker und weiß ich, dieses Hotel, traue ich dem zu gutes Frühstück, dann nehme ich die 1000 Punkte. Habe ich aber Lust zu frühstücken, und hier habe ich das heute gemacht, exzellentes, frisch gemachtes Frühstück. Also fantastisch. Der Horn begeistert. Bitte die Hotelkritik gucken. Ist wirklich empfehlenswert, die Kritik. Ihr müsst euch angucken, es ist wirklich ein Hammer, was ich euch da zeige. War also vom Allerfeinsten. Und von der Seite habe ich also die 1000 Punkte nicht genommen, sondern ich habe das Frühstück genommen und es hat sich gelohnt. Also das heißt, das Frühstück war inkludiert. Kostet, es ist ein Champagnerfrühstück gewesen, 39 Euro. Das heißt, es kommt nochmal dazu. Es ist inkludiert. Late-Check-out bis 18 Uhr. Das kann man hier auch buchen, kostet hier auch 200 Euro extra. Nochmal gespart. Also ich sag mal, nur für die, die ja natürlich auch spartechnisch unterwegs sind, ja, die natürlich nicht auf das Portemonnaie gucken müssen, ist es sowieso egal. Aber für die, die sagen, Mensch, ich kann da ein bisschen was sparen oder muss das nicht unnötig ausgeben. Und der Horn gehört ja auch zu den Menschen, die gerne Geld ausgeben für etwas, was es wert ist, aber eben ungern Geld ausgeben, wenn man es nicht unbedingt muss, wenn man weiß, oh, ist schon furchtbar alles. Ja, also das mache ich ungern. Das Geld so auf die Straße werfen, oh, das ist wirklich ein Albtraum für mich. So, und wenn ich das jetzt vergleiche, das ist ja eine Bonvoy Marriott-Leistung, die auch dieses Hotel, auch da nochmal unterschiedlich, jedes Hotel auch ein bisschen anders. Ist es also so, dass ich, wenn ich bei Accor das Ganze jetzt so buchen würde, dann habe ich dort jetzt nicht gleich ein Upgrade in die Präsidenten-Suite. Das habe ich noch nie, ich irre. In der gesamten Zeit von Accor habe ich einmal bei Pullman in Paris in ihre Suite. Aber diese Suite, die habe ich euch ja gezeigt. Albtraumtechnisch. Eine Albtraum-Suite. Was nutzt mir eine Suite, wenn sie dreckig und ungepflegt ist? Also da habe ich keine Lust. Und natürlich gab es auch schon mal, ich sag mal, in so normale Junior-Suiten. Aber das war extrem schwierig und da müssen wir mal gucken und ja und dies, aber meistens waren es immer nur Upgrade in die nächste Kategorie. So pingelig waren die ja bei Accor. Also Accor-Häuser sind extrem pingelig. Ich glaube, dass die auch extrem viel Lizenzen und Gebühren zahlen müssen und da kein Interesse haben, irgendwas wegzugeben. Dabei ist das genau der falsche Weg. Das ist ja auch so diese leicht schlechte Denkweise dieser ganzen Lufthansa-Aviation-Geschichte. Sparen auf Kosten von Kunden, das ist... Geht nach hinten los. Ist es ja deutlich zu sehen. Also man kann es ja überall mitkriegen. Also von der Seite hätte ich, wenn ich das jetzt gebucht hätte im Sofitel, hätte ich Beispiel zwar jetzt im Moment zwei Nächte für eins gekriegt. Also da zahle ich auch für das normale Zimmer 250. Das heißt also 300 Euro. Und da habe ich praktisch dann jetzt zwei Nächte für 300 Euro gekriegt, 320. Und dann geht es eben weiter, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt dann nur die Hälfte bezahlt habe, bekomme ich dann also nur ein normales Zimmer oder buchen die mich auch in eine Suite? Ich meine, die haben mir gleich eine Suite gegeben, weil sie frei hatten. Das sagen, warum nicht? Ja, auch da in manchen Hotels, da sagen die einfach, das habe ich ja hier auch erlebt in Wien, welches war das? Das Bristol.
gutes Hotel, aber ich wurde sozusagen in eine, ich sag mal, ein Zimmer vor der Suite. Die Suiten, ich glaube, die haben die Suiten alle zugemacht, weil sie im Moment nicht verkaufen anscheinend. So, und dann ist das weg und das ist schade. Also, ich sage ja, es gibt es nicht überall, aber in den meisten Fällen ja. Ritz-Carlton gab es eine Junior-Suite, im anderen gab es auch eine Suite. Also, diese Suiten bei Bonvoy Marriott gibt es eigentlich sehr oft für Platinum-Member. Und bei Platinum-Member Accor ganz selten. Also wirklich ganz, ganz selten. Da musst du dann auch wieder extra Punkte für einsetzen und so weiter. Late-Check-Aus bei Accor. Albtraum, sage ich nur. Ich meine möglich, ja? Möglich bis maximal 15 Uhr. In Asien bis 17 Uhr. Da kriegen die schon kalte Füße. Wenn die hier in Wien bis 18 Uhr machen, ich meine, das ist doch gigantisch. Und garantiert sowieso bis 16 Uhr. Ist das doch ein extremer Vorteil. Und die Auswahl der Hotels, das heißt also auch die Hochwertigkeit der Hotels, sind bei Marriott Bonvoy viel besser als bei Accor. Und ich meine, das ist der Hotel Accor Hoteltester, ja? Also ich meine wirklich, das sind extreme Unterschiede. Und ich will jetzt in diesem ersten Anfang erstmal nur so ein Roundabout, sodass man dann wirklich beim nächsten Thema auch ganz klar in die weiteren Details gehen kann. Ich nehme euch ja mit zu weiteren Hotels und wir werden dann in einem anderen Hotel, das wird dann wahrscheinlich ein Accor Hotel sein, werden wir dann den zweiten Teil über die Geschichte ranbringen, dass man mal sagt, wie ist es denn jetzt im Accor gewesen? Habe ich denn da auch diese Upgrades bekommen? Da kann ich euch davon also berichten. Welche Benefits habe ich noch extra gekriegt? Wie haben die mich dort aufgenommen? Ist das sozusagen etwas, was es lohnt zu buchen jetzt in der Zeit? Und ich meine ganz ehrlich, diese Pandemiezeit wird uns auch 21 noch bis Ende des Jahres begleiten. Das wird noch nicht vorbei sein. Denn ich meine, es war noch nicht jeder krank und es gibt noch keinen Impfstoff. Also von der Seite. Und wir wissen ja, die hohen Herren, ja, nutzen das natürlich, um ihre Wahlgeschichten voranzutreiben. Leider sind die Menschen alle relativ doof und fallen auf diese Geschichten rein, statt sie wirklich mal hinter die Kulissen gucken. Es ist, wie es ist, sagt die Liebe. In diesem Sinne, jetzt heute nur dieser erste Teil. Ein kleiner Eindruck erstmal für euch, dass ihr erstmal feststellen könnt. Und das sind die Fakten von heute. Nämlich, wir haben Marriott Bonvoy und wir haben Accor. Wir haben die Situation, dass wir für alle Gäste im Moment gute Preise bekommen bei beiden Programmen. Also beide Programme bieten einigermaßen gute Preise an. Was die Upgrades anbelangt, ist Bonvoy Marriott extrem weit vorne und Accor ist extrem weit unten. Das kann man nicht anders sagen. Was sozusagen die Benefits anbelangt, auch da. Bei Accor muss man alles anfragen und wenn man Glück hat, kriegt man das. Bei Marriott Bonvoy muss ich feststellen, bis 16 Uhr late garantiert, Frühstück inklusive, Zugang zu den Lounges etc. Und wenn keine Lounge-Zugang möglich ist, kriegst du einen Voucher, 20 Euro, 30 Euro, die du als Verzehr dann irgendwo im Hotel wahrnehmen kannst. Manchmal eben bei der Buchung sogar noch 50 Euro obendrauf. Als Platinum-Member muss ich sagen, ist die Waage zwischen Bonvoy und Accor, so war sie gerade am Anfang und die ist jetzt, sieht sie so aus. Das heißt also, Marriott Bonvoy hat, ich würde mal sagen, ein Verhältnis im Moment, aktueller Stand in Folge 1 dieser Serie von 70 zu 30. Ist ein Go! Hier bei der Hon Klartext. Abonnieren, liken und wiederkommen, logisch, bei der Hon und weiterempfehlen.